Hallo und herzlich willkommen zurück bei dem Spiel, was mich jetzt schon mehr fasziniert als eine nackte Frau. So, ich habe mal die Waffen gewechselt. Wir hatten ja vorher eine Axt und diese Axthände, Faustwaffe, okay, Schlagkriegen halt, und habe diesen Dolch mit 7,5 und den Streitkolben angelegt. Oh ja, dann haben wir ja noch Fertigkeitspunkte zu verteilen. Wo steht eigentlich wie viele? Machen wir mal fegender Tritt auf jeden Fall. Annehmen. Müsst ihr nicht irgendwo stehen, wie viel wir? Oder können wir da gar nicht zwei Punkte draufsetzen? Ja, ist egal. Wie gesagt, durch das Skillsystem sehe ich da noch nicht so durch, weil das ganz anders ist als bei Diablo 1. Hier ist auf jeden Fall die Erfahrungsleiste wieder. Das ist schon mal nicht schlecht. Das kenne ich zumindest denn. Die Ruinen von Altastan. Diablos Schatten lebt noch immer über diesem Ort. Ah, hier zerfällt er wirklich. Ist ja cool. Haben sich ja wirklich ein bisschen Mühe gegeben. Aha. Was erwartet man auch anders von Blizzard? Eine Stoffhose. Was ich bis jetzt noch vermisse, ist Townportal. Ah, das ist die scheußliche Königin. Jetzt haben wir sie. Ja, bis jetzt vermisse ich noch Townportale, damit ich zwischendurch verscherbeln gehen kann. Nö. Okay, nach Neu-Tristram. Ah, ein Wegpunkt. Somit hätte sich das mit den Townportalen auch erstmal erledigt. Das Verkaufen der Gegenstände werde ich offscreen machen. Ich werde euch aber trotzdem immer zeigen, was ich angelegt habe und so weiter. Ich werde aber jetzt nicht, wenn ich einen Gegenstand aufhebe, jedes Mal ins Menü gehen und erstmal unterbrechen. Darauf habe ich keine Lust. Ich will euch da auch nicht zu sehr nerven mit. Aber so hebe ich, wie ihr seht, ich hebe ja alles auf. Ich nehme eigentlich jeden Kartenabschnitt voll und ganz mit. Vielleicht beim nächsten Let's Play, wenn ich den nächsten Charakter spiele, werde ich das vielleicht nicht so machen, wer weiß. Also, keine Ahnung. Hier kommt... cool. Den hat sie erstmal in der Mitte geteilt. Seht ihr? Dann krabbelt es da lang. Genial. Oh, schöner Zerfall. Ratten. Achso, mit Z kann man übrigens ein bisschen zoomen. So viel habe ich rausgefunden. Aber wie gesagt, ich guck nicht allzu viel offscreen nach oder so. Ich lasse mich hier selbst ein bisschen überraschen. Und dementsprechend kann es natürlich für die Leute, die das Spiel schon kennen, so werden, dass sie denken, ach man, was macht der da nur? Ui. Die Gerüchte über Folter und noch Schlimmeres werden von Tag zu Tag mehr. Was ist mit Tristram und seinem König geschehen? Ich dachte einmal, dass Leoric ein großer Mann sei. Aber wie es scheint, habe ich mich getäuscht. Wir alle haben uns getäuscht. Er lässt unsere dürftige Armee im Morgengrauen gegen die Westmark marschieren. Was soll aus uns werden? Ja, wie groß Leoric war, kann man nun wirklich nicht sagen. Nur, dass er ziemlich kaputt gegangen ist. Wenn das hier tatsächlich als Tristram darstellen soll, dann ist der Schnitt falsch. Ja, tut mir wirklich leid. Also sowas finde ich persönlich als Diablo-Fan wirklich das Letzte. Soll das hier der Deckard Cain-Käfig sein? Ja, der Schnitt ist... vollkommen dreh, wenn ich jetzt seitwärts meinen Kopf drehe und mal drüber nachdenke. Griswolds feinste Waffen. Nein, wenn hier Griswold ist, hätte da oben die Kathedrale sein müssen. Und der Friedhof. Nee, ist nicht. Also, es stimmt auf jeden Fall nicht überein mit der Karte. Und das finde ich schon mal sehr schade. Ja, okay.
Die sind wohl nicht davon ausgegangen, dass die Hardcore-Fans hier auch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ja, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass Tristram jetzt in jeder Stadt einen anderen Schnitt hatte. Ich meine, bei Diablo 2 hat's ja... Oh. Bei Diablo 2, ach so, rechte Maustaste ist das. Da hat es ja auch nicht viel mit dem Schnitt von Diablo 1 zu tun gehabt. Eine Truhe, cool, die leuchtet. So, nur das Gold wird aufgehoben beim Rüberlaufen. Ah, tadam. Ich habe übrigens vor, wahrscheinlich ein Barbar im Koop zu spielen und dann vielleicht eine Dämonenjägerin oder was anderes in Mehrspieler-Online-Game zu spielen. Wir werden sehen, wie wir das regeln und wir werden sehen, ob ihr auch Lust habt, dazu zu gucken. Ich werde es auf jeden Fall aufnehmen. Ich werde es euch zur Verfügung stellen, falls ihr Lust habt, mich dazu begleiten. So, Hauptmann Rumford. Fragen wir doch mal, was er wieder uns mitzuteilen hat. Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Und das sollte sie auch nicht. Ich werde ihr helfen, ihn zu finden. Ita erhebt mich ins Unendliche. Also das wäre auch meine realistische Antwort gewesen. Deckard Cain wird nicht aufgegeben, fertig ist. Okay, Lichtblitz haben wir jetzt. Ach so. Fertigkeiten können über die Tastatur benutzt werden. Über die Nummernfelder 1 bis 4 können sie die Fertigkeit wirken. Okay. Also mit der Taste 1 können wir jetzt einen Lichtblitz machen und mit der Taste Q einen... Wenn ich das richtig sehe? Nee, link, da unten steht aber ein Q. Warum ist da links... Achso. Als Q wird schon stimmen. Ich denke mal, das hier unten ist die Shortcut-Taste. Und man könnte auch direkt draufklicken. Ja, wie gesagt, das mit dem Inventar werde ich gleich anders machen. Wir sprechen mal Lea an und fragen, was sie uns mitzuteilen hat. Kommt, lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Hier war noch irgendwo der Schmied, ne? Ein Händler. Dorfbewohner. Es steht geschrieben, ein Feuer wird eine Furche in den Himmel schlagen. Und das hab das letzte Mal, als ich unter den... Okay, ich kümmere mich mal um mein Inventar. Kurzer Schnitt. So, soweit, so gut. Ich habe alles verkauft und habe mir Schuhe zugelegt, also Stiefel. Die regenerieren 1 Leben pro Sekunde. Da dachte ich mal, das ist vielleicht mal nicht so verkehrt jetzt... Und da es nichts anderes gab, dachte ich, kann man was kaufen. So, es gibt aber auch neue Informationen von den ganzen Leuten und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Die Toten suchen uns heim, seit das verfluchte Feuer herabkam. Wir müssen sie verbrennen, nur um sicher zu gehen, dass sie sich nicht aus ihren Gräbern erheben. Was wisst ihr von dem Mädchen Lea und ihrem Onkel? Nicht allzu viel, fürchte ich. Sie kamen vor etwa einem Jahr hierher. Wenn Lea nicht damit beschäftigt war, sich um ihren Onkel zu kümmern, half sie in der Stadt aus. Er hingegen verbrachte seine Tage in der alten Kathedrale, suchte nach alten Texten, nach dem, was ich gehört habe. Sie waren beide dort, als das Ding einschlug. Sie kann von Glück reden, am Leben zu sein. Tja, andere suchen alte Texte. Ich sortiere nach bei Google immer nach den neuesten Ergebnissen. So, in der Hütte waren wir noch gar nicht. Ah, liegt hier was zum Lesen? Nö. Ist mir aufgefallen, weil ich bin hier kurz mal reingegangen und da sagte sie so irgendwas von nicht, man kann hier, keine Ahnung. Es gehört sich nicht, in irgendwelche Wohnungen zu gehen. So, ein Buch liegt hier rum. Wir sind endlich bei Tristrams alter Kathedrale angekommen. Hier begann Diablo, Herr des Schreckens, die Menschheit erneut zu verderben.
Hier finde ich vielleicht endlich die Antworten, die ich suche. Lea sorgt sich um meine Sicherheit, aber ich glaube, dass ich hier Informationen finden kann, die für den Sieg über die letzten Herrscher der brennenden Höllen unerlässlich sind. So, so, so. Übrigens, mit dem nächsten Charakter wird es dann natürlich nicht mehr blind sein, um es mal gleich zu sagen. Also ich werde das Spiel auf jeden Fall mindestens 5-mal durchspielen. Einmal im Koop, einmal online und einmal komplett Singleplayer und 2-mal werden wir sehen. Einmal auf jeden Fall blind im Singleplayer und vielleicht einmal nicht blind im Singleplayer. So, Affel. Ich habe mich freiwillig gemeldet, um zu helfen. Das schien mir richtig zu sein. Aber ich bin kein Anführer. Ihr wurdet berufen. Nun müsst ihr dem Ruf folgen. Ihr sagt das so leicht. Ihr wurdet dazu geboren, Monster wie die lebenden Toten zu bekämpfen. Aber ich bin doch nur ein Bauer. Na gut, aber bis jetzt ist er ganz sympathisch, muss ich sagen. Als Lea uns erzählte, dass die Toten aus der Kathedrale strömten, sind wir sofort aufgebrochen, um dem ein Ende zu bereiten. Zunächst schien uns das zu gelingen, doch sie nahmen einfach kein Ende. Wir wurden überwältigt. Hauptmann Dalton und die Männer kämpften tapfer. Sie beschützten mich. Ich bin kein Soldat. Ich war ein Bauer. Ich hätte nicht mit ihnen dort sein sollen. Ich weiß nicht, wie ich es wieder hierher geschafft habe. Keiner der anderen ist zurückgekehrt. Und jetzt soll ich irgendwie die Miliz anführen. Okay, wir haben also einen total überforderten Hauptmann. Auch nicht schlecht. Hier liegt noch eine Chronik. Viele Jahre lang hatten die Dorfbewohner viel zu viel Angst davor, in die Nähe der Ruinen der verfluchten Stadt Tristram zurückzukehren. Doch mit der Zeit kamen mehr und mehr Abenteurer, um in der alten Kathedrale nach Schätzen zu suchen. Es wurden so viele, dass man, um sie beherbergen zu können, Neu-Tristram gründete. Heute wird die Stadt nur noch von wenigen Reisenden besucht und hauptsächlich von Handwerkern und Bauern bewohnt. Okay, so viel zur Stadt. Wenn ich hier irgendwo mal was vergesse aufzusammeln an Büchern oder sonst was, dann schreibt's bitte in die Kommentare. Ich gehe dann gern zurück und lese es auch nochmal durch. Solange ich das blind spiele, will ich wirklich die gesamte Story miterleben. Mein Kaffee ist leer. Ich mache einen ganz kurzen Schnitt. So, und da werden wir... Lasst mich das Tor öffnen. Oh, cool. Da werden wir dann auch schon wieder in Alt-Tristram. Andrea war meine Mutter, doch ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Und Onkel Deckard hat mich großgezogen. Was ist mit eurem Vater geschehen? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger, der starb, als Tristram den Dämonen in die Hände fiel. Okay, ja, ich wusste gar nicht, dass Deckard irgendjemanden noch nebenbei großgezogen hat. Dabei war der doch mit unserer Heldentruppe in Diablo 2 eigentlich komplett beschäftigt. Ach, ich hoffe, wir kommen auch noch nach Ludgolane oder so. Ich habe die Wüstenstadt geliebt. Den Dschungel können sie weglassen. Ich hasse den Dschungel. Speicherpunkt. So, hier geht's. Schaut, ein verborgener Keller. Folgt mir. Oh, ein Keller. Rein da. Es liegen die Geheimnisse eurer Mutter verborgen. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Aber ich habe ihnen nie geglaubt. So, Ober-Kontaktmenü. Früher war O nämlich... Hauptmann Dalton? Ja, dem geht's nicht mehr gut. Ich habe übrigens die Lebenszahlen, wie ihr seht, mal angeschaltet. Erstmal verprügeln, jetzt Roundhouse-Kick. Ich hätte sie Chuck Norris nennen sollen. Flinke Schuhe. Stinkende Schuhe. Käsefuß. Das Vermächtnis von Kane. Sprecht mit Lea im versteckten Keller. Ja, wir sind ja... Achso, jetzt wollen wir sie ansprechen. Na gut. Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas.
Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich finde euren Onkel. Ihr bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Aiden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist, die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. Fest beendet. Ja, okay. Was ich ehrlich mal sagen muss, ist, ich fühle mich mehr wie bei Titan Quest als wie bei Diablo. Auch von der Optik her, also ist auch nicht so, dass ich mich mehr so wie ein Sacred fühle oder so. Es ist wirklich, dass ich sagen kann, ich habe so ein gewisses Titan Quest Feeling. Übrigens fand ich Titan Quest viel zu lang. Und mit Add-on unglaublich eklig lang. Lalala. Na gut, aber ich bin auch jemand, der die ganze Karte mal abläuft, um zu gucken, was es so gibt. Also nicht wundern. Vielleicht werde ich euch dann natürlich nicht so sehr quälen und ein bisschen was rausschneiden. Straße nach Alt-Tristram. Rot in Frieden. Das ist natürlich lustig, dass die da runter hochgekrabbelt kommt. Schauen wir mal hier. Knick in der Optik oder warum sind die kleiner als ich? Rein von der Optik, der Baum ist nach vorne gehoben. Also sollte es weit alles größer sein als ich. Aber die Hängenden sind kleiner als ich. So, ich stehe hinter ihm. Naja, okay. Das ist die Kathedrale. Das ist ja ein bisschen... Die Kathedrale von Tristram. Hier schlug der Stern ein. Also ich weiß nicht, bei Diablo 1 habe ich nicht so lange gebraucht von Tristram bis zur Kathedrale. Wisst ihr, was mir wirklich fehlt? Hier müsste jetzt ein Typ stehen in einem Kuhkostüm und sagen, Mau. I said Mau. I'm a cow. Apropos, wir dürfen nicht vergessen, das Kuh-Quest zu suchen. Ich hoffe, die haben mir wirklich sowas eingebaut. Der Running Gag. Übrigens, ja, ich suche Deckard Cain. Für die, die jetzt nicht so Diablo bewandert sind, Deckard Cain ist der einzige Charakter, der... Ups. Ja, er ist der einzige Charakter, der wirklich bei Diablo 1 dabei war und Diablo 2 dabei war. Oh gut, man könnte sagen, Wirrit war auch bei und Griswold war auch bei 2, aber... Naja, die haben halt mehr einen Gastauftritt als Tote bzw. Untote gehabt. Ja. Ist der Stern gefallen? Boah, sieht interessant aus. Also, wow. Der Warpkern. Ah, cool. Was ist denn das? Da. Schlag es. Ich hoffe, wir müssen nicht alle 14 Levels jetzt von der Kathedrale ablaufen. Wer Diablo 1 kennt, weiß, was ich meine. Ja, die Kathedrale ging ganz schön weit nach unten. Auf jeden Fall gibt es hier erstmal Roundhouse-Kicks. Also cool, mit der rechten Maustaste kann ich meinen Roundhouse-Kicks machen und mit der linken Maustaste lädt sich das durch den Skill anscheinend wieder auf.
ist das? Oh, cool. Leuchtende Truhen sind mein Vorbild. Pulverisiert. Auf jeden Fall haben wir schon mal einen schönen großen Dungeon. Wunderbar. Gefällt mir. Das fand ich bei Diablo 2 auch genial. Alleine ja, als wir da in der Kathedrale waren. Waren es da 3 Level? Dass man bei Andariel war. Ja, ihr merkt schon, ich erinnere mich immer an alte Spiele und weiß da nicht mehr ganz genau, worum es ging. Wie gestern noch bei Resident Evil. Ja, ja, der Alkohol. Mir fällt übrigens mal so auf, dass man das Spiel wirklich locker mit nur der Maus spielen kann. Also ich habe die Hand gar nicht mehr an der Tastatur. Ich bin hier ganz in Ruhe am Schnetzeln. Oh. Mein Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Ah ja. Er hat also Leoric wirklich getötet. So, ich würde sagen, wir haben bestimmt wieder schon ganz schön was auf dem Zeiger. Also würde ich sagen, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt Let's Play Diablo 3. Bis dann, euer Nobby.